Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Fisch. Ich bin Tamara und ich mache heute eine intuitive Tarotkartenlegung für diese Woche vom 12. bis 18. Februar. Und ich möchte gerne schauen, was auf dich zukommt, wie die Person ist, dein Wunschpartner, was das Thema ist zwischen euch, auch wie deine Energie ist. Und ja, ich beginne mal gleich. Ich mische hier ein bisschen die Karten und bitte die geistige Welt um eine Energie für den Fisch. Was kommt auf den Fisch zu diese Woche? Was kommt auf den Fisch zu? Also, hier sind schon mal mehrere runtergefallen. Eine möchte auch raus. Hier haben wir die 9 der Stäbe. Es scheint so, als wäre eine bestimmte Situation irgendwie blockiert, vielleicht blockiert aufgrund von eigenen Ansichten, eigener Mentalität eigentlich, die einem ein bisschen blockieren. Aber hier habe ich ja noch andere Karten. Hier habe ich die 3 der Schwerter. Das bedeutet, dass doch ein gewisser Herzschmerz da ist. Und ja, hier hast du es mit König der Stäbe, einer Person zu tun, die auf jeden Fall eine bestimmte Entscheidung treffen wird. Hier haben wir das Rad des Schicksals. Ich denke, dass diese Person irgendwie das Rad des Schicksals selber dreht, weil irgendwie diese Person in einem Modus ist, schon seit sehr langer Zeit, wo es einfach nirgendwo hin mehr geht, ja. Diese Person verwandelt die Energie diese Woche und wird eine Veränderung hereinbringen in eure Dynamik, in eure zwischenmenschliche Beziehung, wie auch immer die sein wird oder ist. Und ja, diese Person wird mit einem gewissen Temperament erscheinen, wird auf jeden Fall nicht mehr so bereit sein, nicht mehr so diese Bereitschaft zeigen. Geht einen anderen Schicksalsweg als bisher. Was haben wir auf deiner Seite? Ich hätte gerne eine Energie für den Fisch. Die Liebenden. Ja, für dich ist es natürlich so, dass du tief in dein Herz hineinschaust und sehr wahrscheinlich auch eine Entscheidung treffen wirst oder musst, weil du spürst, hier ist eine Energie anders als sonst. Etwas schwirrt herum, es ist einfach anders und du wirst eine Entscheidung treffen, lieber Fisch, ob du es möchtest oder nicht. König der Kelche. Die Verantwortung wirst du übernehmen und du wirst wirklich aufgehen in mit deinen Gefühlen. Du wirst nicht mehr vielleicht bockig sein oder zurückgezogen. Nein, im Gegenteil. Du wirst hier deine Wetterlage in dir drin zeigen, du wirst offen sein, du wirst sehr wahrscheinlich auch wässrig sein in den Augen, Tränen können fließen, du wirst deine Emotionen zulassen. Genau, was haben wir noch für den Fisch? Was kommt noch auf den Fisch zu? 3 der Stäbe. Ja, du hast Pläne, die du auch umsetzen möchtest. Du bist in einer neuen Energie, wo es für dich wirklich darum geht, diese Pläne, die du schon etwas länger eigentlich in der Schublade hast, jetzt auch in die Tat umzusetzen. Und diese Pläne können natürlich auch sein, irgendwie auch eine Art Kommunikation in Gange zu bringen hier mit deinem Gegenüber oder einfach auch andere Dinge, auf jeden Fall eine Dynamik, die du verändern möchtest, ist für dich auf jeden Fall Thema diese Woche. Hier die 3 der Kelche. Ich glaube, du möchtest vielleicht auch wieder Glück hineinbringen in eine gewisse Situation. Du möchtest wieder Freude spüren. Ich denke, lieber Fisch, du wirst eine Entscheidung auch treffen in dieser Art, weil du auch irgendwie weißt, hier muss einfach eine gewisse Lebensfreude wieder reinkommen, die einst einfach ins Stocken gekommen ist. Und ja, was haben wir noch beim Fisch? Was haben wir noch?
Hier haben wir die vier der Münzen und die fünf der Kelche und die Herrscherin. Du hast dich in der letzten Zeit sehr wahrscheinlich nicht gezeigt. Ja, du hast deine wahren Empfindungen für eine gewisse Person, natürlich dein Gegenüber, nicht gezeigt. Und diese Person ist deshalb auch in dieser Energie des, hey, ich mache jetzt das, was ich möchte. Ich schreite voran, gnadenlos. Denn du hast sehr wahrscheinlich nicht dieser Person gezeigt, dass du eigentlich diese Person vermisst, eigentlich sehr stark den Drang verspürst, dich dieser Person anzunähern. Und diese Woche wirst du das auf jeden Fall auflösen. Du wirst in eine Energie kommen, wo du spürst, dass du eigentlich diese Person extrem vermisst. Ja, du spürst das sehr stark und du wirst aus dich herauskommen, ja, du wirst wirklich auch die Verantwortung übernehmen. Du wirst spüren, dass du eigentlich diese Fülle in dir leben möchtest, ja. Und dass hier das Zurückhalten dieser Energie nicht mehr angebracht ist. Ja, was haben wir noch? Ast der Stäbe. Es scheint so, wie wenn hier ein Neubeginn stattfinden könnte zwischen euch. Eine neue Leidenschaft in dir wird entfacht auf jeden Fall und hat das Potenzial, dass hier nochmals ein Neubeginn gestartet werden kann. Ja, hier habe ich den Tod, bedeutet auf jeden Fall, dass ihr in einer komplett neuen Energie erwachen werdet. Und das ist natürlich auch, also das auch ein Gespräch, das wird anstehen, ein Gespräch, das vieles ans Licht bringen wird, auf den ersten Anhieb nicht einfach sein wird, aber es bringt eine krasse, krasse Veränderung mit sich. Ja, dann hätte ich vielleicht doch noch gerne einen Ratschlag vom Universum an dich, lieber Fisch. Die Sonne, ja, stehe deinem Glück nicht im Wege, werde dir bewusst, dass das Glück eigentlich da ist. Ja, die Sonne scheint für dich diese Woche, das Glück ist da. Werde es dir bewusst und blockiere die Situation nicht, ja. Blockiere diese Situation nicht, sondern bring dein Bewusstsein, deinen scharfen Verstand hier auch hinein, aber verbinde auch Verstand und Herzenswärme. Verbinde diese und du wirst einfach, du kannst hier Vertrauen haben, dass diese Situation dich eigentlich sehr glücklich macht. Ja, hier an der Unterseite des Decks, die Hohe Priesterin. Ja, vertraue deiner Intuition, höre auf deine Intuition, was sie dir sagt, aber hier ist auch der Ratschlag, ja, auf deine Intuition zu hören und einfach die Fülle zuzulassen, ja, wirklich aufzugehen in dieser neuen Energie, die auf dich wartet, ja. Ja, lieber Fisch, das ist so das, was diese Wochenenergie ist für dich. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Tschüss!